Heute bei mir im Video Bomo 10 Jahre Dark and Intensive. Wir schauen mal rein. Es ist Zeit, euch einen neuen Whisky vorzustellen, und zwar den Bowmore 10 Jahre. Herzlich willkommen bei Whisky Violence. Immer noch aus der alten Perspektive. Jo, okay. Beziehungsweise aus der neuen Perspektive, nach dem ersten Video aus der neuen Perspektive. Ihr wisst Bescheid. Okay, wir starten. Und zwar möchte ich euch heute gerne den Bowmore vorstellen. Ja, er kommt mit 40%. Und war für den Travel Retail gedacht. Ich zeige euch mal die Flasche. Ganz klassisches Bowmore Design im Prinzip. Das Ganze halt eben, wie immer, hier nochmal mit dem Hinweis: 1979 gegründet, älteste Brennerei Eiler. Ihr wisst Bescheid. Ich packe hier mal aus. 40 Jahre, 40 Jahre. Schön wär's. 40% hat der Gute. Jo. Und kommt in der 1-Liter-Version, weil halt für einen Travel-Liter gedacht ist. Und, glaubst du mir oder nicht, ich habe ihn auch am Flughafen gekauft. Selten, dass das, glaube ich, mal passiert. Weil die meisten Travel-Liter-Sachen sind ja eigentlich für jeden zugänglich online. Bekommt man alles, naja, nicht alles, aber eine Menge. Auch im Whisky-Bereich halt eben. Und ja, ihr seht schon den Füllstand. Ja, also auch hier die Flasche nochmal für euch. Schönes Brett. Ja, ganz klassische Bromo-Flasche halt eben, wie immer eigentlich. Ja, ja, den Füllstand, er ist schon gut weggegangen. Also, da fehlt schon einiges. Und ja, ich kann nicht klagen, muss ich dazu sagen. Ja. Preislich liegt er so bei um die, ja, ich würde mal sagen, im Schnitt 35 € circa. Ich habe, glaube ich, damals am Flughafen, war im Angebot, glaube ich, für 30 bezahlt. Puh, ja, aber so 35, glaube ich, kommt hin. Klingt erstmal nicht schlecht. Da das Ganze eben hier, die Farbe ist natürlich gefärbt, weil Boma färbt immer. Und Kühl gefiltert ist er auch. Was soll ich sagen? Also, von der Lagerung her haben wir hier einen Sherry Cask und, ja, Bourbon Hogsheads praktisch halt eben. So, wir schenken ihn mal ein. Hatte ihn jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, da habe ich ihn auf einem Festival mitgenommen. Und zwar na, wie heißt es? In einem Flachmann. Da hat er auch ganz, ganz okay geschmeckt. Ne? Es ist halt ein einfacher Whisky, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz stelle ich ihn euch heute mal vor. Da er auch eine gute Alternative ist, als von mir aus. Everyday Dram. Ja, ich habe auch schon mal ein Video darüber gedreht. Das ging aber nie online. Hatte den Grund, ich habe ihn damals im Urlaub gekauft und dachte mir, ich konnte natürlich nicht warten, bis ich zurück nach Deutschland fliege. Ich mache ihn jetzt mal auf und dachte mir, okay, machst du mal das Video. Hat das auf dem Balkon gemacht, aber der Ton war da so schlecht und man hat mich eigentlich kaum verstanden, weil auch noch, glaube ich, irgendwas da beim Hotel irgendwie war, irgendwelche Bauarbeiten oder so und ja, das ging dann leider nicht. Von daher dachte ich mir, muss das mal nachholen. Und jetzt habe ich nach einem guten Jahr geschafft, das mal zu tun. Ja, gucken wir noch mal rein. Oder riechen wir mal rein. Übrigens, falls es euch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man das wirklich wahrnimmt, habe ich jetzt auch mal geschafft, jetzt nach knapp 1,5 Jahren mir ein Mikrofon zuzulegen. Jetzt versteht man vielleicht mein Genuschel etwas besser. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht ein bisschen. Kommt erstmal eigentlich fast nichts außer einer trockenen Sherry-Note. Rauch habe ich im Ansatz gerade drin, also fast kein Rauch.
eher so Orange bis eher, sage ich mal, Blutorange. Riecht also nicht schal, sondern so leicht auch bitter ist das falsche Wort so. Ein bisschen flach riecht er, sag ich mal so. Ne? Also nichts Überforderndes. Das ist schon ein Whisky, der auch ein bisschen Zeit braucht, teilweise manchmal eben. Wie gesagt, ich habe ihn ja jetzt schon, ne, wenn man es jetzt umrechnet, wäre die 0,7er Flasche schon leer, beim Liter ist noch was drin. Schon ordentlich probieren können und ja. Ein bisschen zimtig, vielleicht sogar noch jetzt. Bisschen zitrusmäßig, aber nur ein Hauch. Der Sherry ist da schon mehr präsent auf jeden Fall. Hat da nichts, was eher so zu einem Bourbon-Charakter eigentlich passt. Würde das schon sagen, ist eher ein höherer Sherry-Anteil mit drin. Auch wenn man so möchte, der 15er, den habe ich auch noch da, wenn er den kennt, der hieß ja früher auch mal Darkest, jetzt heißt er nur noch 15er, ist das praktisch schon die schwächere Version. Das kann ich gleich mal vorweg sagen, eigentlich schon. Ja, probieren wir mal. Die Orange kommt jetzt wieder so ein bisschen im Geschmack, im Abgang. Mit einer zarten Bitterkeit. Also ein bisschen zarte Schokolade mit drin. Vielleicht noch so leicht beerigen Touch hat es noch so. Im Geschmack hat eben. Und der Rauch ist wirklich extrem drin verwoben im Ganzen halt eben schon ein bisschen. Also das ist eigentlich schön kombiniert. Er sticht ja nicht raus, also das wäre auch ein Whisky, vielleicht mal, wenn man jetzt keinen stark rauchigen mag, aber generell, sage ich mal, sich einen Rauch wagen möchte oder dergleichen, völlig okay. Ist eher so eine muffige Note mehr als eine wirkliche Rauchnote, was ja auch bei Boma eigentlich ziemlich markant ist, sage ich mal auch, dieses Muffige. Ach, ja gut, jetzt, ja, wenn man sich ein bisschen drauf konzentriert, dann merkt man den Rauch jetzt doch ein bisschen mehr. Ich würde auch sagen, wie gesagt, er ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr auf. Er hat vielleicht auch schon in der Zeit etwas abgenommen. Aber aus meiner Erinnerung heraus würde ich sagen, gar nicht so viel. Also anfangs, klar, es ist immer so brauchig, wenn man die Flasche aufmachst. So die ersten ein, zwei Gläser, sag ich mal, sind am stärksten vom Rauch her, und dann geht es schon ein bisschen runter. Ja. Auf jeden Fall ein milder. Ein milder Islay Whisky. Das Sherry ist immer noch so ein bisschen da. Im Abgang halt eben ist es eigentlich schon längst weg. Also eher kurz bis mittellang, aber eher kurz würde ich es behaupten. Ja, kurz muss ich schon sagen. Man muss ja nicht alles schön reden. Ne? Aber er gefällt mir trotz alledem. Also auch wenn ich jetzt vielleicht viel Negatives gesagt habe. Ist es vom Geschmack und von der Nase her einfach, aber auch nicht zu einfach halt eben, dass man sich jetzt langweilt oder dergleichen. Und wenn man den Preis betrachtet, plus das Ganze noch in einem Liter, dann ist es ja eigentlich fast geschenkt. Von daher, in Relation gesetzt, ist das ein super Whisky. Aber am zweiten Schluck geht es schon fast wässrig. Ein bisschen. Muss ich leider sagen. Der war jetzt auch ein bisschen größer als der erste. Ich habe mir ein bisschen viel eingeschenkt, glaube ich, heute. Ja, also es ist ein Schlürfwhisky. Ja, ganz klar. Es gibt ja auch von dieser Serie noch, beziehungsweise bin ich gar nicht mehr im Bilde, ob es den überhaupt noch gibt. Der kam auch auf jeden Fall vor dem raus. Einen Neunjährigen.
wo da jetzt die großen Unterschiede sind. Preislich war es halt eine 0,7er Flasche und preislich waren sie ungefähr gleich. Also sprich, wäre er eigentlich dann teurer gewesen auch oder ist teurer. Vielleicht wäre der ein bisschen kräftiger, ja, weil es ist dann schon wie so eine abgeflachte Form vom 15er. Den 15er könnte ich euch auch noch mal vorstellen. Überlege ich gerade so. Ja, wäre vielleicht ein ganz schöner Vergleich. Wenn ich so viel davon rede, mache ich dann aber bestimmt mal in den eins der nächsten Videos. Ja, ansonsten bleibt mir treu. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gern den Kanal abonnieren. Oder lasst mir einen Daumen da, geht auch. Ja, und dann zum nächsten Mal sehen wir uns wieder, ne? Ciao.